Mit dem heutigen Aschermittwoch endet die schwäbisch-alemannische Fasnet. Am Dienstagabend wurde in Rottenburg deshalb symbolisch die Fasnet verbrannt. Damit beenden die Narren ihr Treiben für dieses Jahr. Denn trotz Corona- und Ukraine-Krise hatte die Stadt doch so einige Fasnetzveranstaltungen ermöglicht. Die Gräfin Mechthild und ihr Hofnarr bedankten sich bei allen Anwesenden und drückten die Hoffnung aus, dass die Fasnet 2023 wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann.